Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lernstefan natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm trifft in der 16. Runde der österreichischen Bundesliga zu Hause auf den Wolfsberger AC. Es ist das Duell in der Tabelle zwischen dem 7. und dem Tabellenvierten, wobei die Überraschung dran ist, dass wir der 7. sind und die Wolfsberger aktuell auf Platz 4, also sprich unter den ersten 6 Mannschaften, die sich eben fürs Meisterschaftsplayoff aktuell qualifizieren würden. Punktemäßig sind es nur 6 Punkte Abstand. Das heißt, es ist eigentlich ein doppelt wichtiges Spiel für uns, denn mit einem Sieg gegen Wolfsberg könnte man ja wirklich jetzt langsam sich in Richtung oberes Playoff oder Meisterschaftsplayoff Schritt für Schritt wieder herantasten. Und ja, ein Sieg dabei wäre natürlich gegen den WAC sehr, sehr hilfreich und natürlich auch wichtig. Für Roman Mählich ist es übrigens auch das Heimdebüt, also erstes Heimspiel bei den Schwarz-Weißen. Das Debüt ist ja vorige Woche erfolgreich abgelaufen, mein 2-0 Auswärtssieg in Altach, ein Glanz. Loser Sieg, aber unterm Strich auch irgendwo wurscht. Die 3 Punkte sind am Konter und ja, die muss man auch diesmal einfahren. Oder sollte man zumindest einfahren. Personell sieht es ja eigentlich so aus wie immer. Marisic, naja, fast wie immer. Marisic kommt nach seiner Sperre zurück. Dafür muss Peter Schul wegen einer Sperre jetzt draußen bleiben. Hat er ja seine 5. gelbe Karte zuletzt bekommen. Und das wird interessant, wie diese Lücke gefüllt werden könnte. Also ich würde mal tippen, wenn wir davon ausgehen, dass wir wieder ähnlich auflaufen wie auswärts in Altach, also sprich mit einer Dreierkette, also 3-4-3 war es ja da am Papier, dann könnte ich mir vorstellen, dass beispielsweise Kitaischwili diese Rolle von Schul im Mittelfeld im Zentral übernehmen würde. Vielleicht rückt Lagner auch wieder ins Mittelfeld vor, nimmt dann im Mittelfeld eher den defensiveren Part, so wie üblich ein und dafür eben Marisic in der Innenverteidigung mit Avlonitis und Spendelhofer. Es gibt ein paar Interpretationsmöglichkeiten. Also auf Isse bin ich gespannt, ob der wieder die Solospitze mimen wird. Mimen wird, also gegen die Wolfsberger und ob es generell beim System eben bleibt und natürlich auch, ob wir eben von der Ausrichtung ein bisschen was Neues wieder zu sehen bekommen. Also es war ja im Alltag schon relativ defensiv, das Ganze insgesamt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir gegen Wolfsberg wirklich das gleiche Konzept verfolgen, aber ein Auswärtsspiel und ein Heimspiel sind ja doch irgendwo auch zwei Paar Schuhe. Die Wolfsberger haben eine sehr, sehr starke Mannschaft in dieser Saison, was jetzt die Qualität angeht, wie ich finde. Also ein Marc-André Schmerböck, den sie eben von uns geholt haben im Sommer, ein Michi Lindl, der sich dort wirklich sehr, sehr gut in Szene setzen kann. Vorne haben sie einen schnellen Orgil und so weiter. Also man muss sagen, das Kollektiv beim WRC, das funktioniert ganz gut. Die sind nicht eben umsonst, auch so hat es eben Roman Mählich bei der Pressekonferenz gut erklärt, die sind nicht umsonst dort oben. Also Zufall ist es keiner, sehe ich persönlich genauso. Also man wird gegen die Wolfsberger schon eine ordentliche Leistung brauchen. Mit halber Kraft geht da definitiv nichts. Und ja, das Ganze soll natürlich auch nicht nach hinten losgehen. Also von dem her bin ich gespannt, ob wir vielleicht wieder so ein bisschen mehr Mischung aus Ballbesitzfußball und ja, Konterspiel sehen werden. Ich glaube nicht, dass man dem WAC jetzt das Feld überlassen wird. Also deswegen für mich sehr interessant und ich bin da sehr gespannt, wie unsere Jungs da wirklich auftreten werden und ja, wie es gegen die Wolfsberger dann ausschaut. Das erste Duell in der Saison haben wir übrigens in Wolfsberg 1:1 gespielt. Also man ist nicht mit einer Niederlage, sagen wir mal so, vom Platz gegangen. Und ja, gegen die Wolfsberger hat man, glaube ich, generell eine sehr, sehr gute Bilanz. Von dem her ist da, glaube ich, schon ein Sieg auf jeden Fall drin. Ich hoffe natürlich eben durch die Verpflichtung von Mählich, durch den Auftaktsieg, dass man da wirklich ein paar neue Impulse dann auch weiterhin sehen wird, die freigesetzt wurden. Und ja, eben Leistungssteigerung gegenüber Altach. Und dann sollte, glaube ich, ja den 3 Punkten auch wenig im Wege stehen. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach am Sonntag hier bei der LANZ-TV. In diesem Sinne. Euer Elias, auf die Schwarzen natürlich, Gamer Burschen und bis dann. Ciao, ciao.